So, liebe Narren und Narrenesen, was soll ich euch sagen? Erneut hat sich ein Büttenredner angesagt. Wollen wir ihn reinlassen? Herr Kapellmeister, ein Klatschmarsch für Bernie aus der Paulstadt. Das war als Jäger, hatte ich es doch noch oben. Na gut. Hallo, liebe Narren und Narren. Gott, das muss besser gehen. Sollen wir nochmal reinkommen? Bauer. Bauer ist ein schöner Beruf. Habe ich jedenfalls geglaubt. Ich bin mal in die Lehmitz gefahren und wollte mich mal erkundigen, wie das so ist mit so einem Bauern. Und da wurde gesagt, der Bauer, das ist ja ein Beruf, der aus dem Mittelalter, also sozusagen als Delikt übernommen wurde und im Prinzip unter Denkmalschutz steht. Die Geschichte der Landwirtschaft, die beginnt ja schon mit den Steinzeitmenschen. Der entdeckte damals, dass Korn lecker ist. Und es dauerte nicht lange, dann hat er etwas entdeckt, was noch leckerer ist, der Doppelkorn. Ich habe auf meinem Besuch in der Lehmitz drei Dinge kennengelernt. Drei Dinge, die wichtig sind im Beruf des Bauern. Da steht ganz oben an das Jammern. Dies war schon immer so, aber seit Gründung der EU ist das Jammern dann zur wirtschaftlichen Grundlage geworden. Und ich habe gehört, manche Bauern haben jetzt überlegt, ob sie nicht Taliban werden. Die kriegen ja 50 Millionen, wenn sie wieder aussteigen. Es ist zum Beispiel bei Bauernfamilien so, wenn Kinder geboren werden, Gerd hat es gerade gesagt, immer später, aber das nutzt nichts. Ab dritten Monat kriegen die in der Nacht einen Ziegelstein auf den Bauch gelegt, damit die das Jammern lernen. Was ein Bauer ebenfalls beherrschen muss und was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, das Tackern. Du musst ja immer in die Ohren der Tiere die Marke reintackern, um das, die Herkunft nachweisen zu können. Also eins ist Fakt, es ist im Moment so, dass unsere Rinder für die exakte Kennzeichnung einfach zu wenig Ohren haben. Und da kann man auch nicht üben oder so. Nein, es ist ja so, dass Kinder aus Bauernfamilien, wenn sie zur Schule kommen und eigentlich noch gar nicht im Piezing-Alter sind, haben sie schon diese Schilder im Ohr, die Etiketten, weil der ältere Bruder, der den Hof mal übernehmen soll, das Tackern üben musste. Also und zum drittens gehört zur bäuerlichen Grundausbildung das Bescheißen. Das fängt beim diskreten Unterflügen von Grenzsteinen an und hört beim Umdeklarieren von Käfigeiern in 1A-Freilandeiern noch lange nicht auf. Damals war es ja so, dass die Bauern auch, so ist es ja heute noch so, wir sehen es ja an der Castingshow Bauer sucht Frau, also Bauern sind im Prinzip sehr alleine. Ne? Früher hatten sie noch als einzigen körperlichen Kontakt die Kuh. Aber das ist ja vorbei. Und so suchen sie immer über diese Castingshow zum Beispiel eine Geschlechtspartnerin zu finden. Aber da stellt sich doch heraus, das ist nicht möglich. Die eine war schon nach 3 Tagen fick und fertig. Und die andere, ja,
Die anderen sind alle nach Hause gegangen. Ist ja auch egal, aber manchmal findet doch so ein Bauer auch eine Bäuerin. Das ist zwar keine Zwangsheirat, aber wirtschaftlich notwendig. Und dann war das zum Beispiel in Bansko so, dass vor der Hochzeit erklärt die Bäuerin ihrem künftigen Ehemann, wie das Sexualleben dann aussehen wird. Da sagt sie, wenn ich meinen Scheitel links trage, habe ich Migräne. Und wenn ich am Tag meinen Scheitel rechts trage, dann menstruiere ich. Also wird es auch nichts. Und wenn ich meinen Scheitel in der Mitte trage, dann könnte es abends im Bett was werden. Und da sagt er, pass mal auf. Ich trinke morgens 2 Doppelkorn, mittags trinke ich den Rest der Flasche und abends ist mir das scheißegal, wo dein Scheitel sitzt. Einmal im Jahr fahren die Bauern auch nach Berlin, dann findet im Januar die Grüne Woche statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Kunstfehler von Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie den Städten so untergejubelt und die bezahlen auch noch Geld dafür beim Eintritt. Und so heißt Berlin auch schon die Stadt des organisierten Erbrechens. Diesen Januar haben die Bauern aus der Lewitz gemerkt, Mensch, da ist ja eine neue Regierung. Und dann waren sie vor dem Kanzleramt und haben eine Dame aus der Doppelspitze getroffen. Und haben gesagt, Herr Minister, wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen. Wir haben schon viel von Ihnen gehört. Da hat Westerwelle geantwortet, aber beweisen können Sie mir nichts. Und da fällt mir ein, 2 schwule Männer, die haben auch in der Lewitz geheiratet, wollten ein Kind, haben ihr Sperma gemischt, Leihmutter gegeben, zum Austrag, alles gut gelaufen, Geburt. Da wollen die beiden nun ihr Kind angucken, kommen in die Klinik rein. 20 Kinder liegen da, alle schreien, nein, fast alle, eins ist ruhig. Und da kommt die Säuglingsschwester und sagt, genau das ist ihr Kind. Ach, sind wir froh, ein ruhiges Kind. Ja, hat sie gesagt, freuen Sie sich mal nicht zu früh, weil wir die Schnulle aus dem Hintern nehmen, dann schreit es.